Jetzt hätte ich gesagt, wir begrüßen die Band nochmal mit einem grossen Applaus und nochmal viel Vergnügen mit Red Point.
und hatten ja kleine Orchester. Und dort war eben der Tini Parham einer von diesen Orchesterpianisten gewesen. Der hat komponiert und hat Songs geschrieben. Und ist nachher, als er etwas mehr Geld hatte, ist er nach New York und hat ein Orchester gegründet, das Tini Parham Orchester. Und dort ist die Aufnahme gemacht worden. Und das heisst Bombay. Man hört da drinnen noch so ein bisschen die wilde Szene von diesen Vaudeville-Shows, von diesen Elefanten und Löwen, die da in der Wüste aus von Amerika oder in den Steppen. One, two, three.